Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Pop-Out für euch. Ich habe mal wieder gegossen, weil ich einfach Lust hatte. Und habe vor allem, weil ich die zwei Acrylfarben ausprobieren wollte, die ich mir vom Teddy gekauft habe. Weil mir die Farben sehr gut gefallen haben, habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und was habe ich dann auch gleich getan? Ich habe noch ein paar Sticker eingegossen, die vom Teddy, diese Süßigkeiten-Sticker und so Eulen-Sticker. Werdet ihr aber gleich sehen. Ich habe hier schon vier Teile, die schon draußen sind, weil ich muss ja hier immer zweimal gießen, weil ich ja erst den Sticker eingieße und danach hinten das Weiße. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es nochmal aus, weil hier ist leider, vor allem hier, ist Glitzer mit reingekommen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ich habe erst nur Farbe gegossen und dann habe ich nochmal mit Glitzer angerührt und da habe ich aus Versehen wohl da noch mit was reingetan, aber ich finde es eigentlich ganz cool, so ein bisschen Glitzer mit drin. Ich finde, es sieht ganz cool aus, mir gefällt die Farbe echt gut vom Teddy, muss ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen dunkel, also dunkler als die Farbe. Die sieht auch in echt ein bisschen anders aus, finde ich. Aber ich da ein bisschen viel genommen habe, weil ich habe die, da ist ja noch eine Folie drauf, ich habe die abgenommen, den Deckel aufgehabt und habe außersehen drauf gedrückt und dann kam so viel raus und das habe ich halt einfach reingerührt. Und dann habe ich noch den Schlüssel, da habe ich extra Glitzer reingemacht. Der gefällt mir total gut, also die Farben sind so schön. Ja, der ist total schön, finde ich. Ja. Und dann hier einmal ein Lila, hier einmal komplett. Einfach nur die Farbe. Finde ich schön. Ich mag den Eiffelturm ja auch gerne. Und dann hier mit Glitzer. Ich glaube, der ohne ist noch in einer von den anderen Formen. Ja, gefällt mir auch total gut, das Lila. Ja. Was fangen wir denn an? Ich glaube, wir machen einfach mal. Ich mache hier mit dem Rosa weiter. Hier habe ich noch einen Eiffelturm. Der war auch mit Glitzer, aber komplett mit Glitzer und beabsichtigt mit Glitzer. Finde ich auch total schön. Ja. Glitzer total schön. Ich habe verschiedene Glitzerfarben, Glitzer, also von der Größe. Und ich finde, das sieht total toll aus, so zusammen. Mir gefällt das Licht nicht so gut. Ja, aber. So. Dann haben wir hier einen Schlüssel. Ja, genau, weil da ist leider auch Glitzer mit reingekommen. Das ist immer dieses, okay, die Form war fertig, dann habe ich Glitzer, also dann habe ich zwei Formen, einmal einen Eiffelturm und die gefüllt und dann habe ich nochmal Glitzer mit reingerührt. Das heißt, ich habe hier auch die gefüllt, die Tatzen. Und dann ist mir leider da auch passiert, aber ich glaube mit dem Lila. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich noch was übrig, fülle ich bei jedem noch ein bisschen was rein. Ja, und dann war das halt mit Glitzer und dann hat man es halt. Und die Glitzer sind ja runter, aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool. Ich meine es jetzt nicht so, dass da so ein paar Glitzerbröckchen mit drin sind, dass einen das stört, sondern so ein bisschen da oben gefällt mir auch ganz gut. Ja. Jo. Da ist noch einer. Zwei jetzt von der zweiten Fuhre, der ist ein bisschen heller geworden. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied sehen könnt, so von der Farbe her. Also der ist heller geworden, der ist halt, ich finde, die sind fast pink, obwohl die Farbe gar nicht so pink aussieht und der ist halt einen Ticken heller geworden. Und da ist halt auch richtig Glitzer mit drin. Ja, die ist noch ein bisschen weich. Ja, habe ich gestern Mittag gegossen. Die müssen noch ein bisschen aushärten. Ja, jo. Ich stecke den mal zurück in die Form, sonst härtet er schief aus. Jo. Dann haben wir noch das Lila, ist auch ein neuer, weil der ist noch sehr weich. Ah. Jo. Der gefällt mir auch sehr gut, mit viel Glitzer. Ich glaube, der ist von der muss er von der zweiten, ist auch ein Ticken andere Farbton, aber schon sehr ähnlich.
Gefällt mir ganz gut. Dieses Glitzer, ich liebe ja eh lila und rosa und so. Und die gefallen mir echt total gut. Kommt jetzt auch wieder in die Form. Jo. Der ist auch neu. Auch mit Glitzer. Oh, der ist so wunderschön. Mir gefällt es so gut. Ist echt toll. Ganz, ganz toll. Ja. Jo, dann habe ich noch den letzten. Der ist noch von vorgestern. Der ist schon hart. Der ist ganz ohne, einfach farbig. Ja. Gefällt mir gut, aber ich finde mit Glitzer irgendwie immer schöner. Dann hole ich, glaube ich, nochmal die Rosen raus. Die habe ich auch in der ersten Fuhre mitgegossen, weil ich da noch was übrig hatte. Ja, da sind wieder Blasen mit drin, aber sonst finde ich die ganz schön. Auch mit Glitzer. Stört schon, dass da immer so dicke Blasen und dann Luftlöcher drin sind, weil ja dann da fehlt dann was. Und hier habe ich die zwei Farben zusammengegossen. Das war von gestern, von der zweiten Fuhre. Da hatte ich von beiden noch so wenig übrig. Und habe die zusammengegossen. Boah, das sieht toll aus. Ja, so hatte ich mir das erhofft. Das sieht total toll aus. Sind da nicht so viele Luftblasen drin. Die könnte man schön eingießen, finde ich. Na. So. Die gefällt mir gut. Dann habe ich hier nochmal. Boah, die ist auch schön. Die ist noch gescheckter. Aber ich finde das total toll. Zwei farbig. Rosa und lila. Sieht echt toll aus. Ja, und auch nicht so viele Luftblasen. Ein paar, aber das stört mich jetzt nicht so. Total schön. Werde ich wahrscheinlich öfter mal machen. Ist echt voll schön. So. Ich glaube, ich mache mit denen hier weiter. Da sind einfach Sticker. Da ist so ein Donut. Einfach mit Glitzer hinten. Mit irisierendem Glitzer. Gefällt mir auch gut. Ist halt ganz normal. Wird halt noch bearbeitet. Total süß. So. Dann hier ist so ein Bärchen drin. Ja, mit ganz viel Glitzer. Ich habe mir hier, die zwei, beim Nanu gekauft. Das ist einfach so ein bisschen gröberer weißer Glitzer. Der weiß irisierend. Und die kosten 75 Cent und ich verbrate den Glitzer so. Also, ich benutze ihn so oft und er geht so schnell leer und ich war so froh, dass sie den wieder hatten. Gibt es auch in Gold, in Silber und so einem Kupfer. In Kupfer habe ich ihn auch, aber den benutze ich nicht so oft. Und den habe ich mir nachgekauft und auch gleich hier ordentlich benutzt. So. Hier ein Eis. Ein bisschen verrutscht, aber das stört mich jetzt nicht so sehr. Sehr süß. Dann ein Eisbecher, der ist auch verrutscht, aber so wäre es besser gewesen. Finde ich aber immer nicht so schlimm. Also man hätte ja auch so gewollt sein können. Der ist irgendwie so ein bisschen schrumpelig oben drauf. Ich weiß auch nicht. Jetzt ist er schon relativ fest, war irgendwie zusammengedrückt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Werde ich wahrscheinlich von hinten beglitzern, damit man das nicht mehr so sieht. Ja, eine My Melody, auch total süß. Liebe ich ja einfach, die Teilchen. Und ich liebe auch diese Form. Es tut mir leid, ich habe den Blitz an, damit es besser ausgeleuchtet ist, aber es blendet halt ein bisschen. Ja. Dann habe ich hier noch ein Eis. Der ist auch so ein bisschen. Der ist ein bisschen nach unten gerutscht, aber dann kann ich vielleicht da oben noch irgendwas draufkleben. Noch ein. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. So ein. Ja, mir fällt es einfach nicht ein.
Nee, mir fällt es einfach gerade nicht ein, ist ja auch geil. Und dann habe ich hier so zwei von meinem Lieblingssickerbogen eingegossen, so zwei kleine. Finde ich auch ganz süß. Muss halt noch verziert werden. Ja, so. Dann habe ich hier zwei große, weil da so große Eulen drin sind. Boah, ja, der ist mega schön. Seht ihr, wie das glitzert? Total geil. Der ist jetzt ein bisschen nach da gerutscht zu der Seite. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Die sind auch relativ dünn, finde ich. Dann noch von oben ein bisschen abfallen. So ein paar Luftbläschen drauf, aber das passiert ja bei dem Harzleider immer. Aber sonst finde ich den mega schön. Ich will mal gucken, was ich draußen mache, wie der Magnet. Oder vielleicht, aber ich finde es für einen Schlüsselanhänger, finde ich das fast schon fast zu groß. Also werde ich wahrscheinlich wieder ein Magnet draus machen. Der andere ist genauso. So. Da ist so eine andere drin und die ist auch verrutscht. Das ist immer dieses, wenn man abends gießt, ne? Vor allem, wenn man Sticker eingießt. Die erste Schicht sollte man das nicht abends machen. Naja, ich finde es trotzdem nicht so schlimm. Die glitzern und funkeln so toll. Seht ihr jetzt auch ganz gut, ne? Total toll. Oh, ich liebe die. Auch wieder ganz normal von hinten. Sollen wieder abfallen. Da stehen mal so ein paar Kanten ab. Ja. Also ich finde, die sind schon sehr dünn. Die sind halt, die sind total leicht. Also im Prinzip könnte man sich das auch an Schlüssel machen, aber das ist halt schon ein Unterschied zwischen so einem Teil und so einem Teil. Ja, die sind schon relativ groß. Naja, ich glaube, ich werde Magnete draus machen. So, jetzt habe ich als letztes noch meine Pfötchens. Die habe ich mit den Farben hier gegossen. Einmal so. Und ich wollte einmal ohne Glitzer und einmal mit Glitzer machen. Aber ich glaube, bei den Lidern ist mir das nicht gelungen, weil ich auch außersehen mit dem Glitzern in das Unglitzern rein bin. Also weil ich nachtun wollte, weil ich so viel übrig hatte und nicht dran nachgedacht habe. Und da habe ich einfach komplett in alles nochmal ein bisschen was davon reingetan, damit es ja nicht ganz so blöd aussieht, dass da nur so zwei, drei Glitzerflocken drin sind. Aber wir werden es jetzt mal sehen, wie es aussieht. Das ist einmal lila Glitzer. Und man sieht schon sehr, dass ich die schon öfter benutzt habe, weil die werden total stumpf, die Pfoten. Also die Form wird stumpf und auch wenn ich da drüber gehe. Ich kann ja mal ganz kurz eine Foto zum Vergleich nehmen, wenn ich gerade eine finde. Ich glaube hier. Die ist jetzt schon fertig. Also die glänzt noch schön, aber die ist total matt, obwohl ja aus der gleichen Form kommt. War schon so oft benutzt, obwohl die jetzt auch schon nicht mehr ganz so hochglänzend ist. Aber die fühlt sich auch ganz anders an. Ich werde die wahrscheinlich lackieren müssen. Na gut. So, wie gesagt, mit Glitzer finde ich schön. Dann hier einmal das rosane ohne Glitzer. Ist auch schön, aber sieht ganz anders aus als das hier. Also ich meine, es kommt aus der gleichen, aus dem gleichen Becher, aber das ist halt matt. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn ich es lackiert habe. Wahrscheinlich schöner und glitzern dann. Glitzern der. So. Hier einmal mit Glitzer. Guck, die sieht ja schon schöner glitzern aus als die irgendwie. Zumindest finde ich das. Ja gut, die wird ja lackieren müssen. So ist es dann halt. Und die müsste jetzt auch lila glitzern sein. Ja. Nicht ganz so viel. Weil es vorher mal ohne Glitzer waren, jetzt ist halt so Mischmasch. Werden lackiert, sehen dann bestimmt noch mal einen Ticken anders aus. Jo, das war meine Ausbeute von den Sachen, die ich jetzt erstmal gegossen habe. Ich habe auch so gut wie gar kein Harz mehr, also es wird,
Ich werde nicht mehr viel gießen. Irgendwie, wenn ich mal wieder was besonders Schönes habe, was ausprobieren will, was ich unbedingt gießen will, werde ich dann wieder gießen. Aber ich glaube, das braucht erstmal ein neues Harz. Also ein ganz kleines bisschen habe ich noch, aber echt nicht viel. Also für so viel reicht es nicht mehr. Obwohl es ja nicht viel ist, aber es geht schon viel Harz drauf. Vor allem auch bei den Teilen. Deshalb lasse ich die auch so gerne so dünn. Weil das ist schon eine Menge Harz, weil da kriege ich schon so mindestens 2 von denen raus. Obwohl die hier sogar dicker sind. Fast. Ja, aber wie gesagt, da kommt schon viel Harz. Geht viel Harz drauf, aber die sind auch total schön. Ja. Wie gesagt, es kommt dann auch mal wieder ein Craft-Update. Ich habe viele Teile fertig gemacht. Ich kann euch hier mal zeigen. Hier habe ich eine Kiste. Das sind so halbfertig. Die muss ich noch machen. Und das sind alles fertige. Hier, da habe ich ja auch Magneten draus gemacht. Ist immer ganz schlimm, dass da hinten alles dran hängt. Ist ja auch von denen, also die gleiche Form hier. So werden die wahrscheinlich auch. Ja, mit Magneten hinten. Die halten eigentlich auch ganz gut. Man kann halt nicht so viel drunter kleben, aber sie halten schon so 2-3 Blätter aus. Ja, finde ich auch total süß. Also wie gesagt, da kommt ein Craft-Update. Und dann werde ich das wahrscheinlich auch so nach und nach mal auf eBay stellen. Mal gucken, ob irgendjemand Interesse dran hat. Ja. Dann bis zum nächsten Video.